Herzlich willkommen zu unserem ersten Bildungsgespräch im Jahr 2017. Hier bei uns. Und es hat schon eine gewisse Tradition, dass wir unseren Bildungsgesprächsreigen jedes Jahr mit Herrn Precht eröffnen. Ich freue mich, dass er auch heute wieder hier ist. Es beschert uns unter anderem natürlich immer ein volles Haus. Unsere Bildungsministerin, Frau Wanke, hat gesagt, ich möchte die Schulen in Deutschland fit für die digitale Welt machen und hat ein Programm ausgerufen, wo sie viele Milliarden in die Schulen stecken will. Und wer sich das genau durchliest, ich möchte die Schulen in Deutschland fit für die digitale Welt machen, die Schulen fit machen. Es hat einen Aufschrei gegeben, weil die Lehrer fit machen und die Lehrer machen dann die Schüler fit für die digitale Welt. Diese zwei Schritte waren bei diesem Programm zunächst erstmal nicht mit kommuniziert und ich weiß nicht, ob sie mit gedacht waren. Frau Wanke sagt weiter, Schülerinnen und Schüler müssen heute auch digital lernen und arbeiten können, statt nur zu daddeln. In dem Kontext von all dem, was anschließend in der Presse erschienen ist, waren Begriffe wie Potenziale entdecken und wecken, Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit herstellen, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland herstellen. Alles sehr positive Begriffe. Was genau sowohl die schulischen als auch die außerschulischen Einrichtungen wie wir denn nun digital beibringen sollen, ist leider bis heute nicht beantwortet. Auf der anderen Seite habe ich einen sehr schönen Satz gefunden. Sie haben mich mit Ihren Ausführungen ganz schön erschreckt, Herr Precht. Das hat ein Zuschauer zu ihm gesagt in Rheinbach, als Sie einen Vortrag dort gehalten haben zur digitalen Gesellschaft und zu der Zukunft. Da tauchen plötzlich ganz andere Begriffe auf. Da geht es um Massenarbeitslosigkeit, Roboter als Altenpfleger und Möbel aus 3D-Druckern. Eine offensichtlich nicht ganz so schöne digitale Zukunft. Irgendwo dazwischen wird sie sich abspielen und vielleicht erfahren wir heute etwas über das dazwischen im Gespräch zwischen Herrn Precht und Herrn Kahl. Ich freue mich drauf. Noch zwei organisatorische Hinweise. Erstens, wir filmen diese Veranstaltung immer mit, damit diejenigen, die hier waren und vor allem aber auch diejenigen, die nicht hier waren, das dann im Nachhinein auch online digital sich ansehen können. Deswegen würde ich Sie bitten, wir gehen im zweiten Teil der Veranstaltung immer dazu über, Sie in das Gespräch mit einzubeziehen. Sie können Fragen stellen und wir reichen Ihnen dafür ein Mikrofon. Sie werden nicht gefilmt, aber ohne das Mikrofon haben wir Ihre Frage nicht auf der Aufnahme und dann macht die Antwort vielleicht nicht immer Sinn. Und am Ende der Veranstaltung möchten wir Sie gerne auf unser Jahresprogramm quasi hinweisen, aber dazu dann nachher. Jetzt erstmal die digitale Welt von morgen. Viel Spaß uns allen. Ja, vielen Dank. Wir stoßen erstmal ganz analog an. Und das Digitale, ja, also es ist ja modisch geworden, von der DNA einer Gesellschaft zu sprechen, einer Kultur, der Bildung oder auch von der DNA des Volkswagen-Konzerns vielleicht. Das ist eigentlich immer ein Ausdruck dafür, dass etwas unklar geworden ist, dass etwas vielleicht in Übergängen ist und dass man auf der Suche nach dem ist, was es zusammenhält oder was es künftig zusammenhalten könnte. Und wenn man nicht diese Metapher aus der Biologie nimmt, sondern eine andere, könnte man auch sagen, es geht um die Grammatik einer Gesellschaft, um das Regelsystem. Und ich glaube, das ist etwas, was doch alle spüren, dass wir da in Übergängen sind, deren Ergebnis enorm offen ist. Und vielleicht wird das an nichts so deutlich wie an diesem großen Thema Digitalisierung, sozusagen mit der Gefahr auf der einen Seite, so wird das ja häufig beschrieben, dass uns die Maschinen irgendetwas wegnehmen, zum Beispiel die Arbeitsplätze. Und auf der anderen Seite der Chance, dass die Digitalisierung diejenige oder die Art von Arbeit den Maschinen gibt, die Menschen auch vorher schon sozusagen maschinenhaft gemacht haben und die zu verlieren, kein Nachteil sein müsste, wenn man damit nicht alles verliert. Also es gibt ihn ja immer noch. Es gab ihn mal auch in Wolfsburg als Gründungspräsidenten der Auto-Uni, den Technikphilosophen Walter Zimmerli, der den, finde ich, ganz schönen Satz geprägt hat. Beim Mensch-Maschine-Tandem
ist die Frage, wer vorne sitzt. Und er war, als er diesen Satz gesagt hat, davon überzeugt, dass mehr oder weniger die Maschine vorne sitzt und hat es für möglich gehalten, dass es da einen Wechsel geben könnte. Und ein anderer Mensch, vielleicht der gleichen Generation, der vielleicht ein bisschen älter, der nun schon einige Jahre nicht mehr dabei ist, Ralf Dahrendorf, der Soziologe, hat die Frage gestellt, was folgt auf die Arbeitsgesellschaft? Ist das die Arbeitslosengesellschaft oder eine Tätigkeitsgesellschaft? Und in diesem Begriff Tätigkeitsgesellschaft war für ihn sozusagen ganz viel Musik. Was könnte das sein? Und ich denke, in diesem großen, großen, weiten Feld wird sich heute Abend unser Gespräch bewegen, und das ist jetzt kein opportunistisches Kompliment, sondern das glaube ich. Ich glaube, dafür gibt es im Augenblick wenig so gute Gesprächspartner wie Richard David Precht. Das stimmt, aber das können wir die Frage können wir ja zum Schluss nochmal stellen. Aber zunächst mal, ich habe jetzt eine Reihe auch von Thesen sozusagen, die wir auch diskutieren wollen, vorgelegt. Diese sozusagen enorme Ambivalenz des Themas Digitalisierung ist ja im Augenblick, wenn man sich mal so die mediale Debatte und die politische ansieht, eigentlich sehr geronnen. Also während es in den 70er, 80er, auch noch 90er Jahren die Frage gibt, ja, was bringt die sozusagen Automatisierung, war der stärkere Begriff, dann war immer noch die Hoffnung dabei, das bringt auch weniger Arbeit, 35-Stunden-Woche. Und schon in den 20er Jahren war die Diskussion darüber, dass es absehbar sein sollte, dass Menschen vielleicht nur noch 28 Stunden arbeiten. Dies ist als Hoffnungsdimension in dem, was man in den Zeitungen liest, ganz verschwunden. Es ist fast nur noch diese Gefahr, dass sich die Maschinen als die besseren Maschinen erweisen. Das heißt, wir sind eigentlich auch nur Maschinen. Und das ist, finde ich, ein bisschen trübe. Das waren ja jetzt schon ganz, ganz viele Punkte auf einmal. Also du hast ja jetzt quasi einen Prospekt gezeichnet, wo wir jetzt schauen, wie wir da in kleinen Schritten durchgehen. Also genau. Zunächst mal sollten wir vielleicht mal versuchen einzuschätzen, was sich hier gerade auf der Weltbühne ereignet. Was ist denn eigentlich, was gerade passiert? Und es ist natürlich niedlich, wenn Frau Wanka sich Gedanken darüber macht, wie Lehrer den Kindern, die ihnen diesbezüglich ohnehin überlegen sind, die Digitalisierung nahebringen sollen. Und dass man Milliarden dafür ausgibt, damit in den Klassenzimmern bessere digitale WLAN. Geräte WLAN. Angeschafft werden. Mhm. Das kann man alles machen, da bin ich nicht gegen. Aber das alles ist sozusagen völlig hilflos im Vergleich zu dem, was man eigentlich machen müsste. Denn die Digitalisierung ist nur sehr nebensächlich ein technisches Problem. Und sie wird aber in der Gesellschaft immer primär unter dem Gesichtspunkt eines technischen Problems betrachtet und eines ökonomischen Problems. Sie wird selten aus der Perspektive betrachtet, dass, und das, diese These möchte ich wagen, mit ihr ein 250-jähriges Gesellschaftsmodell zu Ende geht. Nämlich das Modell, das bei der ersten industriellen Revolution entstanden ist. Die bürgerliche Gesellschaft, wie wir sie kennen. Die bürgerliche Gesellschaft, wie wir sie kennen, entsteht in England im 18. Jahrhundert. Und sie entsteht durch die industrielle Revolution. Und was in dieser Zeit passiert, ist, das Bürgertum kommt an die Macht statt des Adels. Und das Bürgertum nimmt den Begriff der Tugend, den es ja seit der griechischen Antike gibt, und definiert die Tugend neu. Die Haupttugendhaftigkeit des Bürgertums besteht in der Tüchtigkeit. Das Wort Tüchtigkeit ist aus Tugend abgeleitet. Und Tüchtigkeit heißt durch Leistungsgesellschaft arbeiten, Strebsamkeit, Geld vermehren und dergleichen mehr. Das heißt, die Arbeitsgesellschaft, wie wir sie kennen, dass man heute im Regelfall 8 Stunden, in der damaligen Zeit 12, 14, 16 Stunden am Tag arbeitet und dass das sozusagen die normale Grammatik des Tages ist, zu arbeiten. Diese Welt ist erst vor 250 Jahren entstanden. Natürlich haben die Menschen auch vorher schon tausende von Jahren gearbeitet, aber nicht im klassischen Sinne für Lohn und nicht hochspezialisiert.
Im Mittelalter gab es an die 100 Feiertage, ne? Ja, es gab sehr, sehr viele Feiertage. Es gab eine Ökonomie, die vom Grundgedanken her nicht darauf ausgerichtet war, zu wachsen. Mhm. Also die ganzen Chefideologen des Mittelalters, alles Leute der Kirche, Menschen wie Thomas von Aquin zum Beispiel, haben dafür gesorgt, dass sich die Ökonomie nicht verändert. Es durfte kein Wachstum geben, weil Wachstum die Märkte verändert. Und wenn die Märkte sich verändern, dann konnte alles Mögliche an Chaos entstehen. Also es war eine Bedarfsdeckungsgesellschaft und nicht wie das, was wir dann später bekommen haben, eine Bedarfsweckungsgesellschaft. Also Thomas von Aquin war der Überzeugung, dass Gott die Preise gemacht hat. Und zwar nach der Seltenheit und nach der Nützlichkeit definiert sich der Preis. Und wenn der einmal festgelegt ist, dann kann der für die nächsten 1000 Jahre so bleiben. Also er war gegen offene Märkte und gegen Veränderungen. Das sind Dinge, die können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber so haben Menschen über viele 100 Jahre gelebt. Über viele 100 Jahre haben sich Gesellschaften dadurch definiert, hat sich Tugend und Moral dadurch definiert, dass man nicht arbeitete. Ja, also die alten Griechen, die Menschen, die die Demokratie erfanden, ja, also freie griechische Männer, eine kleine Minderheit in Athen. Ne, der größte, es gab ja noch genauso viele Frauen und dann gab es noch Unfreie und dann gab es Sklaven und dann gab es Kaufleute von außerhalb und so weiter, die haben gearbeitet. Aber der freie griechische Mann, der war moralisch. Und moralisch hieß, den ganzen Tag über Zeit zu haben, seine Tugenden zu kultivieren und Politik zu machen. Und das ist alles nicht ganz unwichtig. Wenn wir jetzt Angst haben vor dem Ende der Arbeitsgesellschaft, wie wir sie kannten, dann können wir sagen, hier geht eine Phase vorbei, die ungefähr 250 Jahre gedauert hat. Und vorher hat es völlig andere Gesellschaftsmodelle gegeben. Und wir kommen jetzt wie in eine Zeit vollkommen anderer Gesellschaftsmodelle. Es ist also... Deswegen, also die Schulen mit Technik ausrüsten, ja, kann man alles gerne machen. Aber das, worüber wir gerade reden, ja, ist das Ende der Gesellschaft, wie wir sie kannten, und der Beginn einer neuen Gesellschaft. Und immer wenn das passiert, gibt es Unruhen. Sowas geht nicht organisch. In der Zeit der ersten industriellen Revolution im 18. Jahrhundert ging da gar nichts organisch. Das war die Zeit der ersten großen sozialen Unruhen. Das war auch die Zeit ganz großer Hungerwellen, gerade in Deutschland und so weiter und so weiter. Es gab Machtkämpfe in jeglicher Form, es gab Ablenkungskriege und alles andere auch. Und ich hoffe einfach nur, dass dieser Umbruch nicht ganz so katastrophal abläuft, wie es derjenige war in der Gesellschaft im 18. oder in Deutschland in der Frühindustrialisierung im 19. Jahrhundert. Und das ist sozusagen mein ganzes ethisches Ziel ist, mit der Politik und der Wirtschaft so ins Gespräch zu kommen, dass wir sozusagen die schlimmsten Katastrophen verhindern können. Und etwas, was ja wirklich neu ist, ist, dass diese Veränderung, die nicht prognostizierbar ist und die wirklich offen ist, aber sich abspielt auf der Basis eines großen Reichtums, eines großen materiellen Reichtums, einer Verfügung über Technik und Natur und nicht mehr wie frühere Veränderungen dieser Art getrieben ist von Not und Hungersnot und sozusagen überwiegend vom Überleben. Ja, und das ist ja auch vielleicht die Hoffnung, dass es gimpflicher gehen könnte. Also vielleicht, ich meine, wenn man sich das nochmal genau überlegt, also der große Umbruch im 18. Jahrhundert, die Industrialisierung, 19. Jahrhundert in Deutschland, hat dazu geführt, dass aus einer Gesellschaft von Bauern, die zum größten Teil mehr oder weniger Selbstversorger waren, eine Gesellschaft entsteht, in der irgendwann die Mehrheit der Bevölkerung Fabrikarbeiter sind. Und das passiert in ganz wenigen Jahrzehnten. Und die Folgen waren, dass es für all diese neue Industriegesellschaft keine Spielregeln gab. Es gab keine Arbeitslosenversicherung, es gab keine Krankenversicherung, es gab keine Unfallversicherung. Für die Kinder gab es keine Schulen und dergleichen mehr. Ja, das klassische Leben eines Berliner Arbeiters am Prenzlauer Berg, nicht, wo heute bevorzugte Wohngegend war, im zweiten oder dritten Hinterhof hinter der Kastanienallee, da waren 16 Leute, die auf engstem Raum zusammenlebten. Da gab es eine einzige Toilette fürs ganze Haus oder für den Flur, irgendeine Latrine. Da ist man an Typhus gestorben, da ist man an Cholera gestorben, da ist man an Tuberkulose gestorben. Ja, der ganze Mist, der da in die Luft geblasen wurde, was da eingearbeitet wurde, ja, im Nu war die Hand ab des Arbeiters, ja, da gab es keinen Arzt, der dafür zuständig war und. Und alles das hat ja die Arbeiterbewegung hervorgetrieben, den Marxismus hervorgetrieben. Und aus dieser Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Kräften ist in einem Weg der Irrungen und Wirrungen, der Weltkriege und dergleichen so etwas entstanden wie die soziale Marktwirtschaft.
dass für uns heute sozusagen der positive Kompromiss aus den richtigen Ideen des Kapitalismus und den richtigen Ideen des Sozialismus ist. Und diese Art von Gesellschaftsmodell, die ist eben an den Arbeitsbegriff, von dem ich gerade gesprochen habe, gebunden. Und wir werden in eine Gesellschaft kommen, und da müsste man jetzt die Analyse zumachen, in der tatsächlich wahrscheinlich in 20, 25 Jahren die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr arbeitet. Jetzt kann man sich mit dieser These, muss man sagen, wie kommt man darauf? Woher nimmt man die Sicherheit, sowas zu behaupten? Keiner hat eine Glaskugel. Und bislang hat doch jeder technische Fortschritt, jedenfalls langfristig, mehr Arbeitsplätze geschaffen, als er derer hinweggenommen hat. Also die Industrialisierung hat mehr Arbeitsplätze geschaffen. Das wird ja immer jetzt auch gesagt, nicht? Genau, und da gibt es ein mathematisches Modell eines Nobelpreisträgers namens Robert Solow. Ja, Solow geschrieben, das sogenannte Solow-Modell, in dem man eben sagt, die Maschinen erhöhen in diesem Maße die Produktivität und mit der Erhöhung der Produktivität entstehen immer wieder neue Arbeitsplätze, neue Märkte und so weiter. So, daran glaubt eigentlich ganz ehrlich keiner. Also ökonomische Gesetze sind keine Naturgesetze. Und man kann auch nicht mathematisch ausdrücken, dass es jedes Mal so kommt. Sondern das Ganze ist an Bedingungen gebunden. Und die bisherigen Bedingungen waren die Expansion der Märkte. Dadurch, dass die Märkte immer größer wurden, konnte das, was die Rationalisierung an Arbeit auf der einen Seite sozusagen verhindert hat, beziehungsweise beseitigt hat, auf der anderen Seite durch neue Jobs sogar vermehrt werden. Aber wir leben in einer Welt, in der es keine expandierenden Märkte mehr gibt. Dies ist nicht der Zweck der Digitalisierung, die Märkte zu vergrößern, sondern der Zweck der Digitalisierung ist, die bestehenden Märkte effektiver zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und auch zu transformieren. Also nehmen wir mal die Diskussion über das Auto. Die Diskussion darüber, die ja auch hier in Wolfsburg vorangetrieben wird, dass es ja eine Perspektive sein könnte, sein Auto nicht mehr privat zu besitzen und den Neuwagen in der Autostadt abzuholen, sondern dass es ein Leihsystem ist. Und auch nicht der riesige stehende Verkehr, die Straßen zumüllt, sondern dass wir ganz anders mit diesen Fahrzeugen umgehen, was auch heißen würde, dass diese Kette von 50er Jahre, oh, wir haben einen Käfer, und 70er Jahre, oh, wir haben einen Zweitwagen, und 90er Jahre, das Kind bekommt zum Abitur ein Golf. Also diese Linie nimmt sozusagen geht rein materiell runter. Ja. Wir benutzen das Auto, wenn wir es brauchen, ja. Was ja auch sehr vernünftig ist. Ja, also der fetischisierte Individualverkehr kommt an sein Ende. Und das geht wahrscheinlich viel schneller, als viele Leute sich das gegenwärtig vorstellen können. Also das sogenannte autonome Fahren, ich sage das deswegen das sogenannte, weil die Pointe ist natürlich, dass sie nicht mehr autonom fahren. Ne? Es ist ja gerade das Gegenteil, es ist das heteronome Fahren. Vorher sind sie autonom gefahren, aber es ist bereits interessant, dass die Leute, die das propagieren, aus der Perspektive der Maschine denken und nicht mehr aus der Perspektive des Individuums, und aus der Perspektive der Maschine nennen sie es autonomes Fahren. Also da sieht man bereits den Paradigmenwechsel, der in den Köpfen passiert ist. Dieses autonome Fahren wird dazu führen, dass nur noch jene Autos gebraucht sind, die mehr oder weniger aktuell in Bewegung sind. Das ist das Gegenteil von heute. Also normalerweise steht Ihr Auto die ganze Nacht vor der Tür, dann fahren Sie damit zur Arbeit und dann steht es den ganzen Tag wieder vor der Tür. Das ist natürlich nicht effektiv. Und dann veraltet es auch noch wahnsinnig schnell. Das heißt also, der Wert nimmt auch noch ganz schnell ab. Und wenn es in Zukunft einfach so ist, Sie zahlen eine Flatrate im Monat, so ähnlich wie beim Handyanbieter. Ja, vor allen Dingen, wenn Sie in einer größeren Stadt wohnen. Und 5 Minuten später oder 3 Minuten später steht das Ding vor der Tür. Sie steigen da ein und sagen, wo sie hinwollen, und der fährt sie dahin. So, und der fährt sie ohne Staus dahin und weitgehend ohne Ampeln. Die sind ja alle miteinander quasi koordiniert, die ertasten sich ja, jetzt mal einfach ohne die englischen Fachbegriffe zu benutzen, einander, wittern einander quasi. Und wenn Sie normalerweise jetzt durch eine große Stadt fahren, also durch Berlin oder sowas, ja, dann kommen Sie im Durchschnitt so mit Tempo 22 oder so dadurch. Da haben Sie gar nichts davon, dass Sie viel schneller fahren können. Da fahren Sie mal eben 50 und dann müssen Sie wieder abbremsen und dann fahren Sie eine lange Zeit 10 oder gar nicht. So, und wenn das alles jetzt koordiniert wird, dann können Sie deutlich schneller fahren. Das heißt, Sie fahren mit einem selbstfahrenden Auto im Tempo von 35 oder sowas durch die Stadt, ohne dass Sie entsprechende Staus haben, und Sie kaufen das Ding nicht mehr.
Man kauft es einfach nicht mehr, sondern man ist in der wunderbaren Lage, dass man autonom überall und so weiter hin kann, muss sich überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen. Und das ist natürlich schön. Man braucht keine Parktaschen mehr. Also die Städte werden wieder grüner. Ja, im Augenblick boomt der Job des Landschaftsarchitekten. Urban Gardening, Urban Farming. Na, wie begrüne ich eine Stadt, in der der Verkehr nicht mehr im Mittelpunkt steht? Also die Gastronomie kann weiter auf die Straße rausgezogen werden. Und vieles von dem, was vorher Parktaschen war, wird eben jetzt so in grünes Land verwandelt. Kinder müssen keine Angst vor Autos mehr eingebläut kriegen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber ich habe früher immer diese Kupferstiche bewundert. Berlin unter den Linden 1850. Ja, so ein paar Pferdefuhrwerke und mein Gott, war das schön. Und heute ist es da laut und wahnsinniger Verkehr. Und wir kommen wieder ein Stück weit wieder so in Hegels Zeit oder so zurück. So weit sozusagen die positive Seite der Medaille. Die negative Seite der Medaille ist, dass es das Ende der deutschen Automobilindustrie ist, wie wir sie kannten. Das bedeutet nicht, dass die Automobilfirmen verschwinden. Denn wer eine gute Marke hat, der kann alles Mögliche herstellen. Das müssen ja nicht unbedingt Fahrzeuge für den Individualverkehr sein. Klar ist aber auch, dass der ganze Kuchen kleiner wird. Also wenn man spezialisiert einen Teil davon darstellt, ja, also man kann natürlich an der Verkehrslogistik irgendwo noch beteiligt sein oder man kann am Karosseriebau noch irgendwo beteiligt sein. Das ist alles durchaus noch möglich, dass man das macht. Aber das hat natürlich nichts mehr damit zu tun, eine Produktpalette von, weiß ich nicht, 30 verschiedenen Automobilen anzubieten. Das ist natürlich was völlig anderes. Das heißt also, jemand wie VW oder wie Daimler oder BMW wird das der hauptsächliche Geld nicht mehr mit einem Individualverkehrsauto machen. Weil ja auch viel weniger gebraucht werden. Da ja alle rumstehenden Autos nicht mehr gebraucht werden, schwindet die Zahl der insgesamt benötigten Automobile beträchtlich. Da gibt es Rechnungen, die einen sagen auf ein Siebtel, die anderen sagen auf ein Fünftel. Das heißt, der ganze Kuchen wird erstmal wahnsinnig viel kleiner. Dann ist es ein Auto, wo man nur drei Sorten von braucht. Klein, mittel und groß. Was anderes brauchen sie nicht mehr. Also alles das, ich meine, die ganze Automobilindustrie lebt ja nicht davon, dass sie etwas herstellt, was nützlich ist zum Hin- und Hertransportieren, sondern von all den anderen Dingen, die die Leute für ihre persönliche Komfortzone und für ihren Status und für ihre Autosportbegeisterung und so weiter haben wollen. Und das alles wird natürlich weitgehend verschwinden, auf dem Lande später als in Städten, aber in den Städten ganz schnell. Weil eins ist auch klar, soweit ich das absehen kann, mit den Leuten, mit denen ich darüber rede, kann es diese sogenannten autonomen Autos und den bisherigen Verkehr nicht nebeneinander geben. So ähnlich wie es Autos und Pferdekutschen nicht nebeneinander geben konnte. Als die ersten Autos eingeführt wurden, haben alle darüber gelacht, ja, oder sich darüber geärgert. Diese lauten, stinkenden Dinger und die Pferde scheuten und was weiß ich was. Ja, aber es waren nicht diese lautenden, stinkenden Zweitaktmotoren, die verschwanden, sondern es waren die Pferdefuhrwerke, die in 10 Jahren weg waren. Und das wird hier mit den herkömmlichen Autos auch so sein. Also wenn Sie jetzt einen Neuwagen kaufen, fahren Sie den in einer Stadt keine 20 Jahre mehr. Gut, machen wir hier mal und kommen darauf, glaube ich, auf andere Weise wieder zurück, einen Schnitt. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was du von folgender These denkst. Könnte man nicht sagen, dass die Industriearbeit sozusagen für die Menschen, also für die Arbeiter, bedeutet hat, in vielerlei Hinsicht aus ihren Tätigkeiten und aus ihrem Körper eine Art Maschine zu machen. Also nicht nur, das ist sozusagen die Karikatur Charlie Chaplin, Modern Times, wo einer immer nur eine bestimmte Bewegung macht, sondern dass es hochgradig arbeitsteilig in Routinen aufgelöst wird. Und in einem Gespräch, das wir hier als Bildungsgespräch geführt haben, vor inzwischen einigen Jahren, mit dem PISA-Erfinder und OECD-Bildungsmann Schleicher, da sagte er, wenn Sie mir eine Arbeit in 3 Sätzen beschreiben können, dann kann ich Ihnen sagen, diese Arbeit wird es in 15 Jahren nicht mehr geben, weil das, was man in ein paar Sätzen beschreiben kann, ist als Algorithmus formulierbar. Also ist sozusagen selbst schon maschinenhaft und kann dann mit der entsprechenden Technik, mit der entsprechenden Mathematik als ausgelagerte Maschine betrieben werden. Und das könnte man doch mit einem großen Aufatmen beantworten. Ja, tue ich auch. Ich finde es toll.
Also ich meine, das digitale Versprechen, dass die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr arbeiten muss, ist großartig. Das ist ein alter Menschheitstraum, der wahr wird. Also ich fühle mich an den Frühsozialismus erinnert. Ja? Als der Traum aufkam im 19. Jahrhundert, dass die Maschinen den Menschen von unwürdiger Arbeit befreit. Also gerade all die Arbeiter, die jetzt in diesen furchtbaren bis in Fließbandberufen und so weiter waren, haben davon geträumt, dass das irgendwann Maschinen machen und sie das nicht mehr machen brauchen. Ja, das ist eine ganz große Vision. Die Maschinen arbeiten und die Arbeiter singen. Ja, frühsozialistische Utopie. Nicht? Oder die Vorstellung, die Marx und Engels hatten, als sie das erste Mal das Wort Kommunismus definierten. Ja, in der deutschen Ideologie 1847, wo sie gesagt haben, Kommunismus ist, wenn ich morgens Schafe hüte, mittags Fische und abends Bücher kritisiere, ohne doch je Schäfer, Fischer oder Kritiker werden zu müssen. Das heißt, Kommunismus bedeutete für sie das Ende der entfremdeten Arbeitswelt. Und jetzt stellt sich ja die Frage, ob wir nicht vielleicht in eine Gesellschaft reinkommen könnten, in der das theoretisch viel mehr möglich ist als in der bisherigen Gesellschaft. Außerdem scheiterte ja die marxistische Utopie immer daran, ja, wo es darum geht, dass die Produktivkräfte Herr über die Produktionsmittel werden sollten, dass in dem Moment, wo sie das machten, also wenn die Fabrik den Arbeitern gehörte, sie nicht den Arbeitern gehörte, sondern dem Staat, ja, und der Staat dann als ziemlich schlecht funktionierender Kapitalist aufgetreten ist. Das ist das, was im Staatssozialismus passiert ist. In Zukunft aber, wenn jeder mit seinem Tablet oder Laptop und so weiter selber Gestalter der Werte ist, die er produziert, dann ist die Trennung von Produktivkraft und Produktionsmittel aufgehoben. Das heißt, das Ganze enthält natürlich dann Versprechen der Befreiung von der entfremdeten Arbeit. Und das halte ich für grandios. Ich erinnere nochmal an das alte Griechenland, als ich gerade sagte, nicht, der freie griechische Mann war stolz darauf, dass er nicht gearbeitet hat. Und wenn ich jetzt sage, das, was früher die Frauen und die Sklaven waren, sind in Zukunft die Roboter und die Computer, dann ist das doch zunächst einmal eine wunderbare utopische Vorstellung. Ich meine, etwas, was lange Zeit als utopisches Instrument galt, ist dieses. Und nun hat es auch ziemlich jeder in der Tasche. Und man könnte sagen, das ist zugleich eine Bibliothek, ein Rundfunkstudio, das besser ist als ein professionelles Rundfunkstudio im NDR vor 15 Jahren. Ein Fernsehstudios, vor allem wenn man mit mehreren, hat man einige Kameras und so weiter. Es ist eine Universalmaschine. Das ist zumindest die Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass es sozusagen ein High-End-Konsumgerät ist, wo man sich selbst konditioniert, alle 10 Minuten zu gucken, ob es einen noch gibt, also ob da irgendwie eine E-Mail oder SMS angekommen ist, und etwas, was auch so sozusagen designt ist, dass es nicht so sehr als Universalmaschine benutzt wird, sondern als etwas zwischen Überwachungssystem, das es ja ist, und sozusagen einer Universalkonsummaschine, die einen nicht empowert, mit seinem Werkzeug sein Projekt zu verfolgen, weil man aufgehört hat, ein Projekt zu haben, außer diese sehr kurzgeschlossenen Befriedigungssysteme, die sozusagen einen Spannungsbogen, der zu jeder produktiven Tätigkeit gehört, abschnippeln und auf kürzeste Dinge einrichten. Das, würde ich sagen, ist nicht das Wesen dieses Dings, aber das zeigt doch, welches Spektrum da drin ist, was man daraus machen kann. Und in so wenigen Jahren, nicht? Es ist natürlich die Janusköpfigkeit des technischen Fortschrittes, dass jede Maschine, die Freiheit verspricht, neue Abhängigkeiten schafft. Also Robert Musil hat in dem fantastischen Roman Der Mann ohne Eigenschaften die dritte industrielle Revolution verarbeitet. Also die zu Anfang des 20. Jahrhunderts, als die industrielle Serienproduktion anfing. Elektrifizierung. Er hat also genau diese Welt beschrieben und hat sie für die Überforderung verantwortlich gemacht für das Ausbrechen des Ersten Weltkrieges. Das ist sozusagen das große Thema. Mhm. Und er sagt in diesem Buch, die Technik hat den Menschen zum Herrn der Welt, aber zum Sklaven der Maschine gemacht. Und das stimmt natürlich. Also allein die Einführung der Uhr. Ja,
Also man muss sich mal vorstellen, was war das für eine Zeit, in der die nicht jeder Mensch am Handgelenk die Zeit gemessen hat. Natürlich, seitdem haben wir eine unglaubliche Effizienzsteigerung, seit wir das machen. Aber je mehr Technik wir haben, umso weniger Zeit haben wir. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, weil nämlich das Interessante ist, jedes technische neue Gerät wird mit zwei Versprechungen verkauft. Das eine ist ein Zugewinn an Freiheit und das zweite ein Zugewinn an Bequemlichkeit. Und beides ist gelogen. Aber es gibt andere schöne Dinge, die man machen kann. Die Freiheit nimmt ab durch diese Geräte. Auf der einen Seite habe ich gerade von der positiven Freiheit, jeder kann Produzent sein, gesprochen. Und auf der anderen Seite muss man ja nur mal das Experiment machen und die Leute zu fragen, worauf seid ihr eher bereit zu verzichten? Auf euer Wahlrecht oder auf euer Smartphone? Ja, ehrliche Antwort. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man die Frage vor 18-Jährigen stellt. Dann ist völlig klar, welcher Freiheitsverlust mit der Technik automatisch einhergeht. Und, nicht? Und es ist natürlich auch klar, dass man immer mehr Fertigkeiten verliert. Das ist das große Thema ja von Harald Welzer. Ne? Also früher konnten die Leute Karten lesen, heute haben sie Navi. Ne? Es ist schon merkwürdig, ich habe letztens in München, also vor 2 Tagen, jemand, der jung war, nach dem Weg gefragt. Der war aus München. Und ich habe gefragt, wie man, also mitten in der Innenstadt, 500 Meter entferntes Ziel, wie man da hinkommt. Und der hat dann tatsächlich sein Smartphone angemacht und eben geguckt, welcher Weg ihm empfohlen wird. Ja, weil er sich jetzt als Einheimischer, ja, nicht mehr merkt, was sozusagen der optimale Weg ist, sondern sich ausschließlich darauf verlässt. Ja, das ist das mit dem Sklaven der Maschine. Man wird gelaufen. Ja, man wird gelaufen und man wird, wenn es nach Google geht, auch weitgehend gelebt. Weil das große Problem natürlich heute darin besteht, dass wir heute umzingelt sind von einer unglaublichen Auswahl an Lebensmöglichkeiten, die es noch nie vorher in der Geschichte gegeben hat. Und je mehr Möglichkeiten ich habe, Entscheidungen zu treffen, umso mehr Entscheidungen muss ich treffen. Es gibt die Nulloption nicht mehr. Und mit jeder Entscheidung, die ich treffen muss, habe ich die Angst, ich könnte mich falsch entscheiden. Und der große Ausweg daran, und das ist sozusagen die augenblickliche Leitutopie, nicht meine, aber sozusagen die einzige Utopiewerkstatt, die es im Augenblick gibt, ist Google. Und die erzählen eben, dass man durch kluge Geräte am Handgelenk, die ja alles messen können, meinen Blutdruck, Hormonspiegel und so weiter, die Algorithmen, die mich kennen, die meine Gewohnheiten so kennen, dass das Licht im Badezimmer angeht, 1 Minute bevor ich da reingehe, die also sozusagen mich besser kennen als ich selber, dass die mir im Grunde genommen dann sagen, was das Klügste für mich ist. Also ich wache morgens auf und dann sind alle meine Blutwerte und alles ist gemessen. Und dann kommt irgendeine schöne Frau, die ist auf meiner Tapete eingeblendet und die erzählt, na, du hast ja heute nicht so gut geschlafen, ist ja klar, ne, hast gestern ein Glas Wein zu viel getrunken, aber dein Hormonspiegel, der ist heute richtig hoch, ich würde an deiner Stelle mal ausgehen, ich mache dir meine super Empfehlung, in welchen Laden du heute Abend gehen solltest und total angesagt ist, wenn du die und die Uhr trägst und die kriegst du in dem und dem Laden. Und das ist so im Grunde genommen tatsächlich die Vision und ich hatte das Vergnügen, mit Eric Schmidt darüber zu reden, das ist der Exekutivchef von Google. Ein Mann, der ein geschätztes Jahreseinkommen von 1 Milliarde hat. Eine Milliarde? Ja. Das kriegt man selbst in Wolfsburg ja nicht. Ja. Ja. Und ja, das sind Leute, die in diesen Listen überhaupt nicht irgendwo mehr gelistet werden. Mhm. Übrigens ähnlich wie die Herrscherfamilie von Katar oder sowas, die in der Liste der reichsten Leute oder der Sultan von Brunei nie vorkommen, weil kein Mensch über ihre Finanzen Bescheid weiß. Aber jedenfalls ist das sozusagen die Vision. Also Google befreit uns von der Diktatur der Freiheit. Das ist das ganz große Versprechen. Und meine ganzen Überlegungen kreisen dafür, kann man sich auch eine aufgeklärte Vision der digitalen Zukunft, der veränderten Technikgesellschaft entwerfen? Oder gibt es sozusagen nur die deterministische, wo wir dann alle am Ende in einer Wohlfühlmatrix enden, weil Google davon ausgeht, der Mensch ist so. Und das muss ich jetzt loswerden, das denke ich gerade zum ersten Mal. Das Spannende ist ja, als du sagtest, das gerade mit der Maschine Mensch. Mhm. Also die Vorstellung, dass der Mensch eine Maschine ist, stammt aus dem 18. Jahrhundert. Und zwar hat Julien Offray de la Mettrie dieses berühmte Buch geschrieben, L'homme machine, der Mensch eine Maschine, am Hof Friedrichs des Großen. Das heißt, er hat in Holland geschrieben und am Hof Friedrichs des Großen hat das veröffentlicht. Und wir reden jetzt über das Jahr 1847. Und er sagt, der Mensch ist eine Maschine, die physiologisch gesteuert ist und über das Prinzip von Like und Dislike funktioniert, also von Lust und Unlust.
Und wenn ich mir jetzt angucke, wie Google den Menschen sieht, dann haben wir genau die gleiche Sichtweise. Ich habe Lustgefühle und ich habe Unlustgefühle. Ich will Glück erleben, ich will Leid vermeiden. So einfach ist der Mensch im Grunde genommen konditioniert. Und wenn ich das versprechen will... Und das subito. Ja, und das Problem ist immer, dass man selber nicht weiß, wie man das am besten hinkriegt. Aber die Algorithmen wissen, wie man das am besten hinkriegt. Und kann man denn nicht mehr glückliche Menschen produzieren, als dass die Maschinen genauer wissen, was Lust und Unlust in welcher Sekunde und so weiter aufgrund meiner Kenntnisse, meiner Hirnchemie und dergleichen produziert. Und dieses telemetrische Weltbild, das ist das, was wir im Grunde genommen vom Silicon Valley jetzt kriegen. Und man kann ketzerisch fragen, vielleicht ist das ja die Lösung. Nur bin ich so altmodisch, dass da irgendwas in mir ist, das sagt, ach, ich will das nicht. Ja, wie in dem Film Matrix auch. Man könnte ja sagen, ja, das ist doch, die meisten fühlen sich doch in der Matrix wohl, ist doch okay. Vielleicht ist das ja trotzig, ja, dagegen zu sagen, man sollte lieber selbstbestimmt unglücklich sein, als fremdbestimmt glücklich. Ich bin nicht sicher, ob es stimmt. Ja, gut. Ich meine, für den Fall, dass man auf diese Weise das ultimative Glück bekommt, könnte man sagen, dass, was ja so pessimistische Kulturkritiker und Anthropologen wie Gehlen gesagt hat, der Mensch ist eben doch eine Sackgasse der Evolution, dass dann sozusagen das Sackgassenende erreicht wäre und man nur darauf hoffen kann, dass so ein paar Mutanten, bei denen das irgendwie dann doch anders läuft, übrig bleiben und nach uns also nicht die Sintflut ist, sondern die Mutation. Aber ich glaube, dass es nicht stimmt, dass man auf diese Weise wirklich glücklich wird. Also ich fühle mich wohl, wenn ich 2-3 Stück Schokolade gegessen habe, wenn ich die ganze Schokolade gegessen habe, schon nicht mehr unbedingt. Und wenn das weiß Google, die empfiehlt dir, nach 3 Stücken aufzuhören. Ah ja, dann kommt die Lakritze dran. Ja. Nein, aber die kennen dich. Also, und die sind ja auch sehr gesundheitsbewusst und so weiter. Die achten darauf, dass dein Blutzuckerspiegel nicht zu hoch wird und dass du nicht schlecht schläfst. Und vielleicht auch, dass du gar nicht erst ein schlechtes Gewissen kriegst. Ich meine, auch dein schlechtes Gewissen wird physiologisch erzeugt, wie Delametrie wusste. Ja, und dann gibt es ja. Und wenn ich weiß, wie sozusagen der Algorithmus deines schlechten Gewissens aussieht, dann kann ich das schon so einstellen, dass ich versuche, das zu verhindern. Und dann ist der nächste Schritt, der auch sehr aktuell ist. Also. Vor 2 Jahren hätte man gesagt, der ist weit weg, 1984. Im Augenblick ist ja das Buch das meistverkaufte in den Amazon-Listen in den USA, wo halt zentral entschieden wird, was eine Lüge ist und was nicht. Da kommt ja nun doch einiger Widerstand auf. Aber ich würde gerne noch mal diese Frage, die wir wahrscheinlich heute Abend nicht beantworten werden, ob sozusagen eine absolute Glücksmaschine für den Konsumenten installierbar ist und den auf Dauer ruhig stellt, oder ob es nicht einen anderen Wunsch gibt, zum Beispiel, ich bin heute ausnahmsweise nicht aus Hamburg mit dem Zug gekommen, sondern aus dem Wendland mit dem Auto. Und es war heute Nachmittag so zwischen 4 und 5 ein wunderbarer Himmel zu beobachten. Und das ist eine etwas andere Sache als sozusagen die Dimension von Lebendigkeit. Und die Lebendigkeit, die eben nicht aufgeht, die zu der Lebendigkeit gehört, neben diesem schönen Anblick ja auch vielleicht ein Hagelregen, oder also das ist nicht sozusagen, das ist nicht alles süß. Und die wirkliche Freude für Menschen, die darin besteht, ja nicht sich zu verwirklichen, das auch, sondern auch zugleich Welt zu verwirklichen. Also beides. Also ich ärgere mich immer über diese sich Verwirklichungssprache, wo die Welt unter den Tisch fällt. Aber das, was sozusagen im Augenblick die Trumpfkarte hat, ist ja nicht mal mehr Selbstverwirklichung, sondern nur noch Selbstoptimierung.
oder um nochmal auf den Mann ohne Eigenschaften zu kommen, nicht, wo es irgendwie diesen Satz gibt, sinngemäß, dass in einer früheren Epoche ein jemand einer Welt gegenüberstand, ist jetzt ein Etwas in einer allgemeinen Nährflüssigkeit. Und die Nährflüssigkeit schmeckt nicht. Naja, vielleicht schmeckt sie denjenigen, die nichts anderes mehr kennengelernt haben. Das könnte rein theoretisch sein, aber ich gebe dir in einem Punkt recht. Also hinter der Google-Fantasie, ja, das ist eine quantitative Vorstellung von Glück. Also dass die Summe der Glücksmomente qualitatives Glück ausmacht. Und das ist nicht so. Also man kann das Glück eines Menschen nicht daran ablesen, wie viele glückliche Momente er in seinem Leben gehabt hat. Mhm. Weil das zum Glück noch etwas ganz anderes führt, und das kann man schön am Beispiel von Kindern klar machen. Also Kinder spenden relativ wenig Glück. Also jeder, der ein kleines Kind hat, weiß davon sehr genau zu berichten. Also da gibt die Sozialpsychologie, hat das gründlich untersucht. Also die hat Mütter mit kleinen Kindern mit so einem Pager ausgestattet und dann so wahllos am Tag immer mal gefragt, sagen Sie mal so mit einer Schulnote auf einer Skala von 1 bis 6, wie glücklich sind Sie gerade? So, und am Ende kam ungefähr dabei raus, dass das Zusammensein mit kleinen Kindern ungefähr so viel Glück produziert wie Putzen. Und das ist tatsächlich, ich würde das aus eigener Erfahrung bestätigen. Aber der Punkt ist ein anderer. Wenn man aber dann diese Kinder, die dann in der Trotzphase oder was weiß ich was, den ganzen Tag nur rumbrüllen und den letzten Nerv kosten und so weiter, wenn man die abends dann süß im Bett sieht und wie die dann so mit verzücktem Gesicht so niedlich da mit ihrem Stofftier liegen, dann fließt einem das Herz über. So, warum? Kinder produzieren nicht die ganze Zeit Glück, aber das Haben von Kindern produziert Sinn. Mhm. Und Sinn und Glück sind zwei Dinge, die sich nur flüchtig miteinander im Haus vor begegnen. Wir leben in der großen Illusion der Gesellschaft, dass Glück und Sinn identisch wäre. Also dass Sinn dadurch entsteht, dass man möglichst viele Glücksmomente hat. Und das ist definitiv nicht der Fall. Es gibt ein paar Menschen, die können so leben, aber das sind nicht viele. Also das Interessante ist doch, warum besteigt man Berge? Ne? Man hat ja nicht die ganze Zeit einen Rausch oder einen Glückszustand, wenn man, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer in der Natur ist. Ja, wenn man Glück hat und es ist schönes Wetter und man guckt vom Gipfel runter schon. Ja, und dann steigt man auf und man hat kalte Hände und es ist Sturm und was weiß ich was. Und je mühseliger das alles war, wenn man dann abends irgendwo sitzt und gemütlich einkehrt und was isst, dann fühlt man sich wahnsinnig gut. Das heißt, da ist also genau dieser Kontrast da drin. Da ist die Selbstwirksamkeit, da ist die Tüchtigkeitserfahrung, die man an sich selber gemacht hat. Da ist das Überwinden von Widerständen. All diese Dinge produzieren einen Sinn, der sehr, sehr tief sitzt. Und das ist eben das, was man auf absehbare Zeit sicher mit Algorithmen nicht herstellen kann. Aber man könnte so eine Nährstofflösung, von der du gerade mit Musil geschrieben hast, die könnte man in Zukunft sozusagen chemisch herstellen, dass du immer so einen latenten Glückscocktail bekommst. Klar. Und das Interessante ist doch, die meisten von Ihnen werden das nicht gut finden. Egal, ob man jung oder ob man alt ist. Aber der Witz ist, darauf würde die Gesellschaft weitgehend hinauslaufen, langfristig, wenn wir sozusagen die Utopien den Menschen der Technik überlassen. Und jetzt komme ich nochmal mit dem Begriff der Tätigkeitsgesellschaft von Dahrendorf, wo er ja, ich meine, das ist jetzt nicht für alle so wichtig, aber auch interessant, an der Stelle sehr beeinflusst war von Hannah Arendt, die ja unterschieden hat zwischen Arbeit, Herstellen und Handeln. Und unter Handeln eben immer verstand, sich im Offenen zu bewegen. Also nicht Handeln im merkantilen Sinne, sondern zum Beispiel politisches Handeln. Oder man könnte auch sagen, etwas zur Welt bringen, was es vorher nicht gab. Und diesen Prozess, für den wir vielleicht heute auch nochmal ein anderes Wort haben als Freiheit, ein Wort, das aus einer anderen Ecke kommt, nämlich Emergenz. Es entsteht etwas, was unerwartet ist, was nicht programmiert ist, was wir nicht in der Hand haben und wo nicht in allen Fällen etwas Wunderbares entsteht, aber nur so kann etwas Wunderbares entstehen. Und das, glaube ich, ist etwas, was so ein bisschen das Zeug hat, das ist jetzt meine Spekulation, zu so etwas wie einer säkularen Religion zu werden, ohne diese alten und mittleren und neuen Testamente, sondern von anderer Art ist. Das sind ja Erfahrungsformen, die
gerade nicht in der Passivität des, also ist jetzt ein Klischeewort, aber ich sage es mal so, in der Passivität des glücklichen, doofen Konsumenten liegen. Klar. Also ich finde, wir sollten diesen Punkt, bevor wir mal auf die ganz praktischen politischen Schritte vielleicht dann anschließend eingehen sollten, nochmal eingehen, weil was du sagst, ist wichtig. Und ich weiß, eines deiner Lieblingszitate ist von Odo Marquardt, wenn der gesagt hat, Geschichten ist das, was passiert, wenn was dazwischen kommt. Genau. So, und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja in einer Welt leben, in der wir Algorithmen hin und her und McKinsey in jedem Unternehmen versuchen, alle Prozesse nach Maßgabe der instrumentellen Vernunft, also des Effizienzdenkens, so zu gestalten, dass möglichst nichts dazwischen kommt. Das heißt, wir leben in einer Welt der Pläne und nicht in einer Welt der Geschichten. Mhm. Das unterscheidet unser Leben und vor allen Dingen das unserer Kinder. Da ist es ganz, ganz auffällig, massiv, diese enorme Erlebnisarmut, die dadurch entsteht, dass alles immer weiter durchgetaktet ist und mit Hilfe des Smartphones à la Cherrypicking genau gesucht, was ist sozusagen der beste Abend, wo ich hingehen kann, weil da die meisten guten Freunde und wo alle hingehen und so weiter. Und damit aber eigentlich nichts Überraschendes mehr passiert. Dass wir die Firmen so auf Effizienz trimmen, dass in ihnen nichts Überraschendes mehr passiert. Du hattest ja diesen Wert dieses Überraschenden gerade beschrieben. Aber stattdessen leben wir in dieser Welt der Pläne und die greift immer weiter und weiter und weiter. Und das Bedürfnis, dass etwas Überraschendes passiert, haben wir in die Fiktion verlagert. Ja? Also wir sind heute in einer unserer Gesellschaft völlig durchfiktionalisiert. Ne? Also jeder hat heute einen so unfassbaren Konsum an Fiktionen. Ne? Also durch alles das, was man sich an Filmen anguckt und Büchern liest und so weiter. Das gab es ja in früheren Zeiten nicht. Heute leben wir in ganzen Imagogien von Fiktionswelten und haben auf der einen Seite ein immer langweiligeres Leben, in dem wenig Überraschendes passiert, und auf der anderen Seite immer reichhaltigere, buntere, technisch perfektere, brutalere Fiktionen. Das ist das Merkwürdige, wo das Leben zerfällt. Und das ist der Grund, warum viele eben sich dann für Politik und solche Dinge auch nicht mehr interessieren, weil das gegen sozusagen die psychologische Pornografie der Fiktionswelten an puncto Erregbarkeit und Spektakularität überhaupt nicht mithalten kann. Und es wäre natürlich sehr, sehr wichtig für die Gestaltung der Zukunft, dass wir dieses Fiktionspotenzial, das die Menschen ja in sich haben, Menschen sind ja fiktionsbedürftige Wesen. Wahrscheinlich das Einzige, was uns von Tieren wirklich unterscheidet, ist diese hohe Fiktionsbedürftigkeit. Dass wir das wieder ins Leben zurückmachen und dass wir diese künstliche Trennung überwinden. Und das ist das Dilemma, was viele junge Menschen haben. Sie wollen, dass in ihrem Leben etwas Unvorhergesehenes passiert. Sie sind aber mit Hilfe von Technik und ihrer Effizienzkonditionierung verhindern sie, dass etwas Überraschendes passiert und überlegen sich jetzt, wie sie sozusagen noch eine Schublade aufmachen können für das Überraschende, was sie in diesen Effizienzplan mit einbauen können. So ähnlich wie Unternehmen, die von McKinsey sozusagen so stromlinienförmig gebügelt ist, dass in ihnen nichts mehr passiert, ja, ein oder zwei kleine Knautschzonen für ein oder zwei Querdenker einrichten, ja, damit man sozusagen hofft, dass da jetzt unter der Anführung, na, schon was bei rausgekommen, ja, doch was Spektakuläres passiert. Und dieser eine Gedanke, also instrumentelle Vernunft, Effizienzdenken und diese andere Seite, mal machen, ja, kreativ sein. Kreativ sein bedeutet ja nicht, ein Problem zu lösen. Das ist mathematische Kreativität. Das ist vielleicht die Kreativität einiger Ingenieursberufe. Normalerweise bedeutet kreativ sein, etwas zu tun, wo man nicht weiß, was dabei rauskommt. Und nicht, dass man sagt, machen Sie mir bis 2020 eine Lösung für das und das technische Problem. Das ist ja nur eine ganz eingeschränkte Form von Kreativität, die wir aber in unserer ökonomisierten Welt für die Kreativität inzwischen halten. Und ich war mal in einem Vortrag, wo es um Kultur ging auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite, und alle sagten, da kam so, Hamburger Senat bezahlt Menschen für Kreativitätsförderung. Mhm. So, und dann kam die Dame auf die Bühne und sagte, ich frage immer zuerst, was ist das Problem, was Sie lösen wollen? Ich dachte, mein Gott, das ist ja sozusagen das Gegenteil von Kreativitätsförderung. Das ist genau so, wie es nicht geht. Das ist aber die heutige Verengung, die wir diesbezüglich machen. Und ich habe sie gefragt, welches Problem hat Rembrandt gelöst? Welches Problem hat Mozart gelöst? Die Kreativität, die uns am meisten fasziniert, ist nicht die Lösung eines Problems. Wir haben uns angewöhnt, die technische Sprache, ein Problem zu lösen, auf alles anzuwenden. Wir haben ein Flüchtlingsproblem. Die Politik muss es lösen. Das ist kein Problem. Das ist auch nichts, was man lösen kann. Wir haben ständig die Erwartung, Politik würde Probleme lösen. Wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen, vor 30 Jahren, ja, oder 40 Jahren. Welches Problem hat Willy Brandt gelöst? Nein, er hat
die Chance, eine andere Politik zu machen, mehr Demokratie zu wagen, als eine Gestaltungsaufgabe begriffen. Nicht als die Lösung eines Problems. Und an all den Beispielen will ich nur eins zeigen. Diese Welt der Technik und eine bestimmte Art des Denkens hat längst unser Unterbewusstsein kannibalisiert und lässt uns in diesen Strukturen denken und ab und an mal, so nach dem zweiten Glas Wein, davon träumen, wie es wäre, nicht in diesen Zwängen zu sein, die uns vollständig determinieren bei allem, was wir denken, selbst wenn wir über Kreativität nachdenken. Das ist ja auch ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist, man könnte ja sagen, dass Menschen, jetzt Vorsicht bei dem Begriff, aber ich nehme ihn mal so technisch, so drei Ressourcen haben. Eine Ressource ist die Natur, eine Ressource ist Sinn und eine Ressource ist, wenn man das Ressource nennt, Zukunft. Und Zukunft ist ja das, was per Definition wir nicht kennen und auch gar nicht kennen können. Also wirkliche Zukunft. Also man kann natürlich sagen, wir planen jetzt den Straßenverkehr für das Jahr 2000 irgendwas. Aber das ist eigentlich extrapolierte Vergangenheit und Gegenwart auf die nächsten Jahre. Während Zukunft wäre gewissermaßen aus der Sicht eines Mittelaltermenschen das Handy. Also etwas, was in seinen Vorstellungsrahmen überhaupt nicht reinpasst, wozu man einen anderen braucht. Die Kirche hätte das Handy öffentlich verbrannt, da bin ich ganz sicher. Also alles Mögliche. Und die Frage ist eben, ob die technisch perfekten oder ich würde sagen scheinbar perfekten Systeme inklusive der gut geschmierten Konsumption nicht diese Ressourcen in einer Weise ausbeuten, dass sie nicht mehr nachwachsen, dass sie zu Ende gehen. Also es gibt ja diese schöne Geschichte, an die man immer wieder erinnern kann, aus der Antike von König Midas. Wozu einem jetzt außerdem noch einfällt, dass Trump nicht nur in seiner bunten, illustrierten Wohnung, die abgebildet wurde, so Golddinge hat, sondern eine seiner ersten Sachen war ja im Oval Office Goldvorhänge aufhängt oder goldfarbene. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur goldfarben oder... Also zu König Midas. König Midas hatte ja den scheinbaren großen Vorteil, der sich als Nachteil herausgestellt hat. Alles, was er angefasst hatte, wurde zu Gold. Dummerweise kann man Gold nicht essen. Und er ist ja dann nur dadurch gerettet worden, dass ihm Eselsohren gewachsen sind. Und vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, dass den großen Lügenbaronen Eselsohren wachsen in dem goldenen Office. Und dieses Angewiesensein auf Ressourcen des Unbestimmten, die man gerne einbaut in dem Sinne, also IBM hat das in der Zeit lang gemacht für bestimmte Leute in den höheren Chargen, das unbestimmte Arbeitszeit, da können sie machen, was sie wollen, in der Hoffnung darauf, das kommt dem Konzern zugute, da haben sie etwas Wirkliches erkannt. Also wenn sozusagen diese Art von Ressourcenemergenzen, vielleicht sollten wir das Wort Emergenz zunächst nochmal erklären, wenn die versiegen, dann wird es auch dürr, dann wird es etwas wüstenähnlich. Aber vielleicht nochmal, weil Emergenz, ich weiß auch, dass es für dich ein wichtiger Begriff ist, den vielleicht doch nochmal zu erläutern. Ja, also der eigentlich physikalische Begriff der Emergenz bedeutet, dass auf einer höheren Komplexitätsebene aus bestimmten Eigenschaften etwas entsteht, was in den Eigenschaften selber nicht enthalten ist. Ja, das also ein klassisches Emergenzphänomen ist Leben. Leben ist mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. Auf der nächsten Ebene Bewusstsein. Ja, natürlich kann ich natürlich ganz genau sagen, also Bewusstsein wird erzeugt, ne, durch Neuronen. Ja, und diese Neuronen haben Axone und an den Axonen sind Dendriten und daran sind Synapsen und dann fließt der Strom und das ist ein elektrochemischer Vorgang und so weiter. Ist alles klar. Aber Bewusstsein hat Eigenschaften, die der elektrochemische Strom, der da fließt, nicht hat.
Ja, das heißt also, durch die Organisation bestimmter Dinge kann etwas entstehen, was etwas Neues in die Welt bringt, was in dem Alten nicht enthalten ist, obwohl es ausnahmslos nur aus dem Alten besteht. Das ist sozusagen das Emergenzphänomen. Und für mich ist das in der Tat ein hochinteressanter Begriff, weil ich eben meine, dass die ganze menschliche Kultur weitgehend ein Emergenzphänomen ist. Dass es also nicht so ist, dass wir die Soziobiologen immer erklären, alles, was wir tun und machen und so weiter, ein Umzu ist. Ja, weil es in der Evolution Vorteile gebracht hat. Sondern weil alles das, woraus Menschen den Sinn ihres Lebens ziehen, aus emergenten Qualitäten entspringt. Also die Spaß, den wir daran haben, eine Symphonie zu hören, hat keinen Überlebensvorteil und gar nichts. Und da muss ich schon eine ganz wilde Hypothese machen und behaupten, die Musik ist entstanden, weil die Männchen in der Höhle auf den Knochen geblasen haben, um den Weibchen zu imponieren oder irgend so ein Quatsch. Also im Grunde genommen ist alles das, was uns heute tatsächlich wichtig ist, emergent. Und das ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil ich ja auch meine, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der es bei einem unglaublichen Potenzial einen wahnsinnig geringen Ausschuss an Kreativität gibt. Und der hängt mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Also ich halte das Silicon Valley für den Inbegriff mangelnder Kreativität. Das kommt Ihnen komisch vor, aber ich will Ihnen das versuchen zu erklären. Wenn wir die ganze Zeit wieder in Musils Zeit zurückdrehen, Anfang des 20. Jahrhunderts, und gucken, was wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden. Das Automobil wurde erfunden, das Flugzeug wurde erfunden, der Aufzug wurde erfunden. Plötzlich waren die ganzen Städte völlig anders als vorher. Man konnte Wolkenkratzer bauen, eine ganz andere Art von Architektur entstand, von Design entstand. Die Elektrifizierung veränderte die gesamte Lebenswelt. Plötzlich war die ganze Welt anders. Und das 21. Jahrhundert, die einzige bisherige Erfindung des 21. Jahrhunderts, das Smartphone, und das ist eine Technik aus den 60er, 70er Jahren, die einfach weiterentwickelt worden ist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das Silicon Valley danach funktioniert, kann ich das aus dieser Idee innerhalb von 5 oder allerspätestens 10 Jahren so und so viel Milliarden rausholen. Weil wir das von Anfang an unter Markt- und Verwertungsgesichtspunkten betrachten. Das ist der Unterschied zum Kubismus der Ingenieure Anfang des 19. Jahrhunderts. Telefon habe ich nicht aufgezählt und so weiter. Wobei Markt und Verwertung neben anderen Nebenfolgen ja das Problem hat, dass es die Zeitabstände, die Rhythmen verkürzt. Oder man könnte auch sagen, die Inkubationszeiten, in denen etwas wirklich noch nicht Dagewesenes entstehen kann. Zu diesen Inkubationszeiten gehören natürlich die bekannten Umwege und Versuche und das Scheiterns und also wie bei einem, weiß ich, wie Leute, die einen Schülern zum Beispiel, um jetzt langsam auch die Brücke zur Bildung zu bauen, Schüler, die ein Theaterstück machen und die das wirklich gut machen, die verfluchen sich in dieser Zeit zweimal, dass sie es angefangen haben und sterben einmal und haben nachher sozusagen eine Wiederauferstehung. Und wenn man diese Zwischenphasen des, um Gottes Willen, ich schaffe es nicht und warum habe ich das nur angefangen, wenn man die durch kurze Fristen minimiert, dann verliert man ganz viel. Dann verliert man ganz viel und das Merkwürdige ist, dass diese Menschen, die eigentlich nur in diesen kurzen Strukturen der entsprechenden Gewinne und so weiter funktionieren, gleichzeitig glauben, dass sie quasi der Inbegriff der Weltkreativität sind. Ne? Also Google glaubt sowas oder Facebook nach dem Motto, wir können alles. Ich möchte einfach mal mit Larry Page wetten, ihr könnt Somalia in den nächsten 20 Jahren weder in ein blühendes Land noch in ein friedliches Land verwandeln. Das könnt ihr nicht. Da seid ihr nicht dazu in der Lage. Da könnt ihr alle eure Jungs mal hinschicken. Guckt mal, was mit denen dann passiert, wenn da kein Strom da ist. Ja, funktioniert alles nicht mehr. Ihr glaubt, ihr könnt alles, ihr könnt wenig. Mich erinnert das immer an ein Zitat von Paul Valéry. Ja, Paul Valéry, der gesagt hat, der Zyklon, der Wirbelsturm, kann eine ganze Stadt verwüsten. Aber er kann nicht einmal einen Briefumschlag öffnen. Kommen wir zum Thema Bildung. Das hat ja, also wenn jetzt eine vielleicht etwas übertriebene, aber zeitsparende Diagnose möglich ist, könnte man sagen, dass in den heutigen Bildungsinstitutionen genau diese quasi industriellen, verwertenden Strukturen stärker werden. Dieses Umzu. Also ein Satz, weil er so
viel verdeutlicht, den ich hier auch schon mal zitiert habe, zitiere ich nochmal eine Beobachtung meines Freundes Bernhard Pörksen, der Medienwissenschaftler in Tübingen ist und der ein auch unterhaltsamer Professor ist. Das sage ich deswegen, damit Sie den nächsten Satz verstehen. Der sagte, so die typischen Studierenden bei ihm, die durchaus interessante Leute sind, sagen, das ist ja so interessant, was Sie da jetzt erzählen. Aber bitte reden Sie nicht so viel, sagen Sie lieber gleich, was Sie prüfen, das lernen wir dann auch. Und wenn das sozusagen das, die Quintessenz ist der, ich nenne es jetzt mal so, schulischen und verschulten, auch studierenden Grammatik, dann hätte man, das hätte man auch billiger haben können, da braucht man nicht, das kann man, muss, hätte man nicht hingehen müssen. Und diese, die Chance für das Unerwartete, also was man vielleicht kulturelle oder musische Bildung nennen könnte, wenn es nicht darin besteht, was ja auch manchmal ist, da nur etwas so nachzuahmen, über die wird bei Digitalisierungskonzepten gar nicht gesprochen. Ich würde gerne mal versuchen, den Spagat zu machen zwischen dem, was wir quasi inhaltlich für wünschenswert halten und zu einem Umzu, das die Politik versteht und das wir vertreten können. Mhm. Und das würde einfach darin bestehen, dass man sich überlegt, was ist denn die Herausforderung an das Bildungssystem? Die Herausforderung an das Bildungssystem besteht jetzt nicht einzig und allein darin, dass wir bessere WLAN-Verbindungen in den Schulen aufbauen. Wie gesagt, das kann man auch machen, aber das ist ja nur ein ganz kleines Umzu zu einem anderen Zweck. Sondern wir diskutieren hier nicht über die Hardware, wir reden über die Software. Also wir müssen über die Frage stellen, wozu Schule in einer Zeit, wo man alles nachgoogeln kann. Ja, also wie muss ein solches Bildungssystem aussehen? Und eine Umzufrage, die erlaubt sein muss, ist die, in was für eine Gesellschaft werden die Kinder später entlassen, deren Umrisse wir schemenhaft erkennen können und wie muss die Bildung sein, damit man in dieser Gesellschaft sich so gut wie möglich zurechtfindet und ein erfülltes Leben leben kann. Und da sind wir uns einig, nehme ich jedenfalls an, dass alles das, wofür du seit 40 Jahren stehst oder mehr als 40 Jahren stehst, also sehr viele Inhalte der Reformpädagogik, sehr viel das Kind als Baumeister seiner selbst, sehr viel von dem Programm echt kreativ sein zu können, in der Lage sein, scheitern zu dürfen, in der Lage sein, mit anderen zusammen etwas zu gestalten. Ja? Dass diese ganzen Qualifikationen eine Riesenrolle spielen für die Jobs, die neu entstehen. Es entstehen ja neue Jobs, aber nicht so viele wie wegfallen. Der Sinn der Sache besteht nicht darin, dass mehr neue Jobs entstehen. Aber es entstehen im quartären Sektor neue Berufe, im gehobenen Projektmanagement zum Beispiel. Ja, einen Flughafen termingerecht fertigstellen. Ja, das wird eine Riesenaufgabe auch für die Zukunft noch sein. Und in diesem ganzen Bereich, komplexe Softwarelösungen für internationale Unternehmen und. So, und um das alles zu können, braucht man all diese Fähigkeiten, ja, die Reformpädagogik sich auch immer auf die Fahnen geschrieben hat. Aber die Reformpädagogik stammt aus einer Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, als diese Fähigkeiten gesellschaftlich nicht erwünscht waren. Heute sind sie gesellschaftlich... Also nicht überwiegend, ja. Naja, also im Preußen Kaiser Wilhelms, ja, sollte niemand ein kreativer, meinungsfreudiger, selbstbestimmter Mensch sein, sondern sollte vernünftig funktionieren. Mhm. So, heute braucht man diese Menschen und das Lustige ist, die gleichen Fähigkeiten braucht man auch dann, wenn man keinen Job hat. Denn die Zukunft wird davon abhängen, dass die Menschen, für die keine Arbeit da ist, sei es ein Leben lang oder sei es für eine Phase, das kann ja durchaus durchlässig sein, ja? Dass diese Menschen zwei Dinge haben. Und erstens genug Geld in der Tasche. Es könnte ja für alle sowohl Arbeit als auch mehr andere Zeit da sein, für die man das dann auch braucht. Das kriegt man wahrscheinlich nicht wirklich sauber hin. Das ist meine Befürchtung. Das ist eine schöne Utopie, an die ich nicht glauben kann, obwohl ich sie schön fände. Ja, aber ich stelle mir natürlich schon vor, also es muss genug Geld für jeden da sein. Das ist da, weil es wird ja eine unglaubliche Produktivitätssteigerung sein. Das ist also eine Frage, wie verteilt man das? Nicht mehr über die Besteuerung von Arbeit, wenn die Hälfte der Bevölkerung keine mehr hat. Ne? Also müssen wir eine andere Art von Besteuerung machen. Und das Zweite ist, dass diese Menschen viele gute Pläne für den Tag haben. Und das ist ja genau dasselbe, wenn ich jetzt sagen wir, ein großer Projektmanager bin, der den Flughafen fertig macht, oder ob ich jemand bin, an dem von außen keine Anforderungen stellt. Ich muss doch genau dasselbe. Ich muss Freunde haben, damit mein Leben erfüllt ist. Das heißt, ich muss smart sein.
Ja, ich muss ein netter, smarter Mensch sein, der über sich selber lachen kann, der auf gewisse Art und Weise unterhaltsam ist, der empathiefähig ist und so weiter. Also die genau das Gleiche, was wir sagen, was ich auch können muss, wenn ich mit 7 Chinesen und 2 Kataris auf einer Baustelle bin, ist genau dasselbe, was ich können muss, um auch von mir heraus ein Leben zu haben. Gute Ideen, strategische Überlegungen, wie ich aus etwas, was ich mache, mehr mache, wie ich mich weiter begeistere, mich weiterbilde, die Lust am Lernen behalte und. Das heißt, die Anforderung ist sozusagen für alle die gleiche. Und damit ist ja völlig klar, oder zumindest worauf eine sehr ähnliche, könnte man sagen. Ja, aber worauf das Bildungssystem dann ausgerichtet sein muss, ist völlig klar. Und wir sind uns genauso einig, nirgendwo von ein paar ganz kleinen, ganz, ganz zarten grünen Halmen, die irgendwo in Deutschland durch den Asphalt brechen, sehen Schulen so aus. Ja. Und was für die Schulen gilt, also man könnte ja dieses Anfangsbild der DNA nochmal benutzen, dass die Schulen gewissermaßen Verdichtungen sind der DNA der Gesellschaft, aber auch Orte sind, wo man auf die DNA Einfluss nehmen kann. Dass wir in diesem Bereich, aber auch in anderen, aber erstmal über diesen Bereich, also in meiner Privatsprache, ja, mit mir selbst oder mit meinen Freunden, nenne ich das, wir müssen so etwas schaffen wie die Polder der holländischen Landgewinnung. Also keine Inseln, das ist ein bisschen sektiererisch und das geht auch nicht, aber sozusagen Bereiche mit festem Boden unter den Füßen und einer etwas anderen Textur oder etwas anderen Zusammensetzung. Und wo man die Erfahrung macht, zum Beispiel davon, wie nach einigen Umwegen etwas Begeisterndes entsteht. Also nicht die Begeisterung andauernd, das ist wahrscheinlich ziemlich unrealistisch. Da sind Google und andere Medikamente überlegen. Aber wo etwas passieren kann, wo man nachher ein Kopf größer ist und etwas, und das kennt eigentlich jeder, manche leider nur ganz weniges, manche mehr, etwas, was man sein Leben lang nicht vergisst. Etwas, was Sinn stiftet. Ja. Wenn die Schulen ein Ort wäre, an denen häufig, natürlich nicht immer, Sinn vorkommt. Ja? Das ist sozusagen, wenn mein Sohn jetzt hier sitzen würde, er wird jetzt 14, der würde irre lachen, ja, auf die Frage nach seinem Schulalltag, wo da Sinn vorkommt. Ja, das ist doch, also diese Frage stellt sich doch in seinem ganzen Schulalltag nirgendwo. Ich meine, das ist doch völlig klar, wenn der jetzt seine Physikklausur schreibt, dann geht es doch nicht um Sinn. Dann geht es darum, dass er die Seiten, die 10 oder 12 Seiten im Physikbuch so auswendig lernt, dass er sie 1 oder 2 Tage später möglichst adäquat wiedergeben kann. Und dann kann er froh sein, das zu vergessen, weil er ja auch noch am selben Tag auch noch eine Englischarbeit schreibt und was weiß ich was und so weiter. Also die Schule ist nicht sinnzentriert. Die Sinnfrage steht nicht im Mittelpunkt. Und es ist ja völlig klar, dass die das Leitmotiv sein muss, damit möglichst viel, wie du das gerade ausgedrückt hast, davon so positiv in Erinnerung bleibt, dass man in seinem inneren Erfahrungs-, Wissens- und Bedeutungsschatz daran anknüpfen kann. Und das ist eben das, was viel zu gering ist. Und ich meine, wir haben ja schon viele Diskussionen darüber geführt, in welche Richtung ein solcher Umbau erfolgen muss. Jetzt interessiert mich eigentlich folgende Frage. Es ist in der Bildungsfrage ja nicht anders als in der Besteuerungsfrage oder in der Grundeinkommensfrage. Was muss eigentlich passieren, damit jetzt schlagartig, ja, klar wird, oh Gott, wie es bisher geht, geht es nicht weiter. Und wie man gerade bei diesem Frau Wanka-Text, der da zitiert wurde, sehen kann, da ist nicht das Bedürfnis, oh Gott, wir müssen das neu machen. Oh Gott, es beginnt ein neues Zeitalter. Oh Gott, das alte System funktioniert ja nicht mehr. Ja, man könnte das ja sogar in den Worten der Plänemacher sagen und sagen, unser Schulsystem ist hochgradig ineffizient, weil es eben nicht genau das nicht leistet, was es für die Zukunft leisten muss. Das ist die Sprache, die andere Leute besser verstehen, als wenn wir schöne Worte versuchen, dafür zu finden. So, und wo ist der Punkt? Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, in der jeder Politiker meint, eines gelernt zu haben, einschließlich von St. Martin im Hoffnungsträger, ja, nämlich, dass man aus dem laufenden Geschäft heraus keine großen Kurskorrekturen vornehmen kann. Dieser Meinung sind alle im Bundestag vertretenen Parteien, und wenn die AfD im Bundestag vertreten wird, wird sie der Meinung auch sein. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, wenn man mit Politikern redet.
Die haben diese Erfahrung in den ganzen Jahrzehnten gemacht. Mache irgendetwas, schlage auch nur ansatzweise etwas vor, womit du dich aus der Deckung herausbegibst und du wirst von den Medien erschossen. Und jetzt ist die Frage, welche Art von Crashs könnten sich produktiv auswirken, von denen, die wir in absehbarer Zeit kriegen werden? Was wird sozusagen ein Umdenken ermöglichen? Ich frage mich immer, wie konnte es passieren, dass 1964 Georg Picht ein Buch schreibt über die deutsche Bildungskatastrophe und sagt, die Deutschen werden eine Dienstleistungsgesellschaft werden in der Zukunft, wir brauchen ganz, ganz viele Ingenieure und so weiter, das ist unsere Zukunft. Wir haben nur 10%, die Abitur machen, das sind viel zu wenige. Wir müssen unser ganzes Schulsystem umbauen, damit 30-40% Abitur machen und wir für die Gesellschaft flott sind. Und was passiert? Egal ob CDU, ob SPD, Ministerpräsidenten wie Filbinger, ja, nicht als Revolutionäre bekannt, greifen das auf und so weiter, gründen neue Unis, überall entstehen Fachhochschule, der zweite Bildungsweg kommt, das BAföG kommt und in allen Bundesländern. Unglaublich. Wenn ich mich jetzt hinsetze und ein Buch schreibe über die Bildung wie vor 4 Jahren, ja, passiert mir, der einzige Amtsträger, der sich darauf gemeldet hat, war der Mecklenburg-Vorpommersche Bildungsminister. Und ich hatte gleich in der Einleitung... Der heißt irgendwas mit Brot, ne? Ja, Brotkorb heißt Brotkorb, der. Der macht noch eine ganz große Karriere. Den Namen müssen Sie sich merken. Er ist ganz ehrgeizig. Hat auch Philosophie studiert. Ist er Finanzminister gerade, ne? Ja, eben. Und der wird demnächst, ist der zukünftige Ministerpräsident und ist noch ganz jung. Und der wird nach St. Martin der Hoffnungsträger in der SPD. Und das Interessante war, dass ich in der Einleitung geschrieben habe, man wird mir einwenden, Sie dürfen kein Buch über die Bildung schreiben, weil, gehen Sie mal in der Hauptschule, wenn Sie da mal 20, 30 Jahre den Schulalltag mitgekriegt haben, dann können Sie ein Buch über das Bildungssystem schreiben. Dann verstehen Sie, was wirklich an unseren Schulen abgeht. So, und dann habe ich erklärt, warum dieses Argument nicht zählt. Denn das würde ja bedeuten, dass ich nur dann einen Politiker kritisieren kann, wenn ich 20 oder 30 Jahre im Bundestag gesessen habe. Oder nur dann einen Taxifahrer, wenn ich 20, 30 Jahre Taxi gefahren habe. Oder wie Lessing gesagt hat, wenn man in einem... Restaurant hat er nicht gesagt, aber in einem Gasthaus kritisiert, dass das Ei nicht gut ist, dann muss ich noch lange nicht in den Stall gehen und ein besseres legen. Ja. Und jetzt kommt die Pointe, dass Herr Brotkorb sich gegen mich stark gemacht hat und gesagt hat, nur wer 20 Jahre vor Erziehungsschwierigen gestanden hat, darf überhaupt. Also genau dasselbe Argument gebracht hat. Mhm. Also nicht ironisch, ja, sondern so, als hätte er die Einleitung nicht gelesen. Mhm. Und das sagt Herr Brotkorb, der mit 28 Jahren Berufspolitiker war und nie in der Schule. Also der sozusagen ein doppeltes, also einerseits zählt das Argument nicht und zweitens könnte er selber sozusagen seine Expertise damit nicht rechtfertigen. Und wenn jemand das schafft, zwei einander widersprechende Gedanken so in seinem Bewusstsein zu speichern, dass sie dort nie zusammentreffen, dann wird er irgendwann Bundeskanzler. Nun hängen wir den Brotkorb noch etwas höher oder niedriger und überlegen, ich meine, in deiner Frage war ja eine Andeutung, was muss passieren, damit es den, das nannte ja mal ein Bundespräsident Ruck, gibt. Das ist ja von einem Argumentationstyp, den wir kennen und auch häufig benutzen, das Hoffen auf Katastrophen oder Katastrophenszenarien zumindest. Vielleicht ist das ja Last Exit. Oder man könnte darauf zählen, dass sozusagen, ich sage jetzt mal so etwas partisanenmäßig, befreite Gebiete aufgebaut werden. Und zwar vor allem unter dem, da bin ich auch skeptisch, aber dennoch, das wäre ja die Gegenposition, vor allem davon ausgehend, dass man, um etwas zu wollen als Mensch, bestimmte Erfahrungen gemacht haben muss. Also wenn man nie Liebe erfahren hat, das gibt es wahrscheinlich nicht, dass man überhaupt nie Liebe erfahren hat, aber sagen wir mal, wenn man ganz wenig Liebe erfahren hat, hat man keine hohe Prognose dafür, selbst ein Liebender zu werden. Und wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, wie aus einem Hin und Her etwas Heureka passieren kann, dann wird man der Religion des reinen Funktionierens angehören. Und worauf ich setze und was eine Wette ist, die man eingehen müsste,
ob für diese ein Teil der, also Argumente, von denen ein Teil wir, glaube ich, in diesem Gespräch schon gebracht haben oder angedeutet haben, nämlich, dass es solche Erfahrungen in der Bildung geben muss. Dass niemand, aber auch niemand, egal wo, ob als Gewerkschaftsboss oder als Vorstandsvorsitzender oder sonst etwas, kann Interesse haben an Hochschul- und Hochschulabsolventen, die so ticken wie die Studierenden von Bernhard Pörksen. Die also sagen, es ist ja interessant, also es könnte wirklich interessant für mich sein, aber in diesem Betriebssystem kann ich jetzt eigentlich nur die Frage stellen, wo ist das Prüfungswissen? Daran kann niemand Interesse haben. Und dieses wirklich zu einem Thema zu machen und darüber die berühmten ungewöhnlichen Bündnisse zu schmieden. Also ich bin immer für die ungewöhnlichen Bündnisse. Aber die Frage ist, was du gerade sagst, da kann niemand ein Interesse daran haben. Mhm. Ne? Diesen Satz finde ich interessant, weil die Frage ist, wer ist dieser Niemand? Ja. Also wer ist sozusagen derjenige, der da jetzt drauf guckt und sagt, oh, also jetzt ist wirklich Schluss, das mit den Schulen kann nicht so weitergehen. Ja? Oder jemand, der sagt, wir müssen uns vorbereiten auf eine Zeit, in der Millionen und Abermillionen von Menschen, die vorher in ordentlichen Dienstleistungsberufen waren, in Zukunft keine Arbeit mehr haben werden. Und. Da könnte man jetzt alles auflisten, was an neuen Herausforderungen kommt. So, diesen jemand gibt es nicht. Der ist nicht existent. Mhm. Das ist kein Amt, das ist keine Person, das ist keine Ausbildung, das ist keine Supervisor-Vernunft, die ist in diesem Land nicht vorhanden. Sondern stattdessen gibt es Zuständige. Und der Zuständige ist immer zuständig für einen kleinen, bestimmten Bereich und hat Erfahrungswerte aus der Vergangenheit innerhalb dieses Bereiches. Und normalerweise, da gibt es ja den schönen sozialpsychologischen Begriff der Pfadabhängigkeit, wird er diesen Weg weitergehen, wie er ihn seit Jahren gegangen ist. Und wenn irgendjemand von außen sagt, à la Brotkorb, ne, das ist nicht richtig, dann wird er sofort denjenigen exkommunizieren und wird seinen Weg weiterhin genau so gehen. Und das ist die private, persönliche Erfahrung, die ich auch mit Spitzenpolitikern mache. Also, die denken genau wie Pörksens Studenten. Ja? Also auch ein Parteivorsitzender einer großen Volkspartei sagt zu mir, das ist ja alles interessant, was Sie sagen, aber nach dem Motto, was soll ich jetzt konkret damit anfangen? Mhm. Also es ist genau die gleiche Art von Denken. Wir haben diesen Austausch, den es in Deutschland ja auch nicht oft gegeben hat, den es vielleicht mal in der Phase Ende der 60er, Anfang der 70er gegeben hat. Ne? Als sozusagen, man letztlich hat 68 ja auch nur die Benutzeroberfläche dieser Republik verändert. Ne? Hat sie ästhetischer gemacht, hat sie besser poliert, hat sie freiheitlicher, freizügiger und so weiter gemacht, aber hat sozusagen das Räderwerk, wie es funktioniert, nicht verändert. Trotzdem gab es da so bei vielen jungen Menschen so den Gedanken, nee, das muss man irgendwie anders machen. Heute ist das auch wieder da. Es gibt viele junge, kritische Menschen, die sagen, es müssen irgendwo anders machen, aber sie können es an niemanden mehr adressieren. Früher konnte man sagen, ihr Nazi-Väter, ihr macht das falsch. Heute gibt es keinen, an dem man das adressieren kann. Ja, heute gibt es nur innerhalb von Plänen funktionierende Zuständige, die jeder für sich genommen nicht böse sind. Und von denen niemand sich für die Fragen, über die wir hier reden, ja, Zukunft in der Digitalisierung, Zukunft des Bildungssystems, dafür ist keiner zuständig. Der Bildungsminister nicht, die Kultusminister nicht. Wenn ich mit dem Kultusminister rede, dann erzählt er mir, was er alles für Sorgen hat. Also ganz schön, der bayerische Kultusminister war sehr freundlich zu mir. Ja, sehr nett, Podiumsdiskussion und so weiter, war auch nicht dankbar für ihn und so. Ne? Und er hat erzählt, das mag ja alles sein, was ich sage. Und dann hat er gesagt, wissen Sie eigentlich, wie mein Alltag aussieht? Und dann hat er mir erzählt, mit was er sich den ganzen Tag rum, was für eine Riesenbehörde, mit wie vielen Mitarbeitern er leitet. Ja? Und was das für ein Wahnsinnsbetrieb ist, ja, an den er leidet und leitet. Ja, jedenfalls, was das für ein Riesenbetrieb ist. Und für die Frage müsste man Schule nicht ganz anders machen. Da kann er natürlich noch irgendwie einen einstellen von 1.000 oder 2.000 oder 3.000. Ja? Darauf würde ich gar nicht setzen. Nehmen wir nochmal diese Studenten von Pörksen. Die haben ja ganz offensichtlich zwei Seelen in ihrer Brust. Sie sagen im ersten Satz, das ist unheimlich interessant, was sie da sagen. Sie sagen ja nicht, das ist Stuss und Ideologie und sie langweilen mich, hören Sie mal auf. Das sagen sie nicht. Und dann sagen sie aber im zweiten Satz, in erster Linie bin ich ein Berufsstudent,
der seinen Abschluss kriegen muss und alles andere vielleicht später oder auch ab und zu mal beim Bier oder Wein. Und ich glaube, dass diese Zwei-Seelen-Konstruktion mit unterschiedlichen Gewichtungen durchgängig ist. Und dass diese erste, weil sie in dem Satz als erste aufkommt, diese erste Seele, die sagt, das ist interessant, darüber müssten wir mal nachdenken. So geht es nicht weiter. Also der Satz, der in fast jedem Gespräch irgendwann gegen Ende oder beim Alkohol, egal wo der Mensch angesiedelt ist, fällt. Dieses, na, so geht es nicht weiter. Wie könnte man in dieser Zwei-Seelen-Konstruktion eine andere Gewichtung schaffen? Also die Zwei-Seelen-Konstruktion sehe ich genauso. Ich bin ja sehr, sehr viel unterwegs und bin sehr, sehr viel auch in der deutschen Wirtschaft unterwegs. 50, 60, 70 Tage im Jahr, halte Vorträge und gucke mir die Vorträge an, die andere halten. Den eigenen kennt man ja schon. Da brauche ich nicht bei nachdenken, aber bei den anderen ist das natürlich so, dass das immer viel Stoff ist, was mich wieder anregt und so weiter. Und da hat man das ganz, ganz häufig, gerade in der Digitalisierung, dass ein Manager eine flammende Rede hält und sagt, ne, wir müssen die Zukunft und die beste Form, die Zukunft zu machen, ist sie zu gestalten und wir werden die digitale Herausforderung annehmen und, und. Und nach dem zweiten Wein sagt er zu mir, wissen Sie, Herr Brecht, ich bin froh, dass ich in 3 Jahren da raus bin. Das wird ja furchtbar. Also da ist es sozusagen genau dieses Zwei-Seelen-Modell. Das ist sehr verbreitet. Es gibt Leute aus der Finanzwelt, ja, die nach dem zweiten Wein über die Unmoral des Finanzsystems klagen. Obwohl sie selber in einer führenden Position sind und sagen, was kann ich denn schon machen? Also das ist im Augenblick ganz, ganz verbreitet. Und das hat natürlich das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ganz viel von Ancien Regime. Also, dass ich das Gefühl habe, wir leben in einer Zeit, die anfängt, den Glauben an sich selbst zu verlieren, aber, soweit sie gucken kann, alternativlos in ihren Handlungszwängen ist. Und die Frage ist, wenn dann die nächsten Crashs kommen, was passiert dann? Genau. Also, ich glaube nicht an den ganz großen Crash. Ich gehöre nicht in den Kreis der großen Untergangspropheten und sagen, das geht jetzt hier alles wahnsinnig den Bach runter und es wird der Öko-Crash oder es wird der Finanz-Crash oder so. Aber es wird natürlich größere Crashs in jedem Fall geben. Und es wird natürlich jetzt, das geht jetzt langsam 17, 18 und so weiter los, dass die Versicherungen und die Banken ihre Leute alle entlassen und so. Und dann, das sind natürlich alles auch gesellschaftliche Crashs. Und die Frage wird dann sein, wer werden denn die Leute sein, die sagen, pass mal auf, können wir das nicht anders machen, können wir das nicht machen, lasst uns mal eine positive Utopie entwerfen und so weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil die bisherigen Menschen, die an den Schalthebeln sitzen, da sitzen, weil sie eben nicht so denken und weil es noch immer Jotjangen hätte bisher. Ja, ich meine, der kürzlich verstorbene Soziologe Sigmund Baumann hat, das Buch hat er nicht mehr schreiben können, aber das hat er angekündigt, sollte eines werden über die Retrotopien. Also darüber, dass da, wo lange Zeit die Idee des Fortschritts, des es wird besser, also der Utopie am Firmament, an der Stelle, an der sozusagen die Utopie stand, steht jetzt für immer mehr und die meisten Menschen man könnte es jetzt etwas rückübersetzen, ein Blick in den Rückspiegel. Aber das ist völlig typisch, weil im 18. Jahrhundert war das ganz, ganz genauso. Als die industrielle Revolution begann, ja, da gab es die Maschinenstürmer und da gab es die Physiokraten in Frankreich, die also wieder zurück zum Agrarstaat wollten. Und genau dasselbe haben wir auch. Wir haben bei den Linken haben wir sehr viel Vorstellungen davon, also Linkspartei, wie schön war das unter Willy Brandt. Ja, wir müssen nur Schröders Agenda wieder rückgängig machen und alles wird gut. Wir haben bei der AfD ganz viele Leute, die irgendwie in die 50er Jahre zurück wollen. Ja, einige in der AfD wollen auch noch 10, 15 Jahre weiter zurück, ja. Aber auch die Vorstellung haben, die gesegnete Zeit war in der Vergangenheit. Mhm. Und das ist hochinteressant. Also mit den meisten Menschen, mit denen ich rede, die denken immer, so die beste Zeit in Deutschland, das war so, wenn sie links sind, in 70ern und wenn sie konservativ sind, irgendwie in 80ern. Da war eigentlich alles gut.
Und irgendwie finden Sie gefühlsmäßig, das war doch gut, ich meine in den 80er Jahren, da war Deutschland noch Deutschland, also mehr als es heute ist. Und gleichzeitig waren wir auch auf dem Weg dazu, Exportweltmeister zu werden. Das klappte doch, das war doch irgendwie so ein und Deal, das ist der ja, für alle aufging. Und warum sind wir nicht dabei geblieben? Das ist so die Mentalität. Ist ja auch eine zumindest 10% Erklärung für das Trump. Also man könnte sagen, mit der österreichischen Gruppe Erste Allgemeine Verunsicherung, dass Trump ist immer und überall. Also nicht nur in, sozusagen diese Figur, die ein sehr einfach gestricktes, also Great Again, Vergangenheitsbild aufbaut, die gerade da, wo Prozesse unwiederbringlich, also in den Rostzonen der ehemaligen Stahl- und Kohlewerke, verspricht, das kriegen wir wieder so genau hin, wenn wir die blöden Deutschen und Chinesen und vor allem Mexikaner fernhalten. Darüber kann man viel sagen und man kann es auch sehr leicht kritisieren. Aber der Hauptpunkt ist ja, warum gibt es an der Stelle, an der sich diese Retrotopien einnisten, so wenig Alternative? Also Zukunftsvorstellungen. Das ist, finde ich, ja. Eigentlich bin ja selber Mitglied keiner Partei und ich würde mich selber auch nicht politisch irgendwo einordnen, sondern ich würde die Grenzziehung wirklich machen zwischen den Retrotopisten, ja, und den Utopisten. Und früher ist es mal so gewesen, dass die Utopien, also nach der industriellen Revolution, erstmal waren die großen Utopiker waren die Liberalen. Ja, also die bürgerliche Gesellschaft wurde von den Liberalen, von Leuten wie John Locke und von Shaftesbury und so weiter, von diesen Leuten wurde die erträumt. Und dann, nachdem sozusagen die Negativseiten der industriellen Revolution kamen, kamen die Utopien von links, also Marxismus. Mhm. Und das Interessante, es gibt keine liberale Utopie der Zukunft und es gibt auch keine linke Utopie der Zukunft, außer so handgewebte Utopien, die gibt es natürlich. Also, dass ich sagen würde, es wäre doch gut, wenn es Gemeinwohlökonomie gäbe, statt Raubtierkapitalismus. So. Mhm. Ja, würde ich sagen, ja, finde ich auch von der Idee her gut. So. Aber ich würde mich jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, wie ein Programm aussieht, innerhalb von 10 Jahren vom Raubtierkapitalismus zur Gemeinwohlökonomie überzugehen. Also das ist sozusagen so gedacht, dass es überhaupt nicht anschlussfähig an irgendwas Konkretes ist. Also es gibt natürlich diese Art von Vorstellung. Da könnte man jetzt etwas einwenden und dagegen setzen, was ich ausgerechnet von Heiner Geißler gelernt habe. Also Retrotopie ist ja ein neuer Begriff, also dieses rückwärts verlagerte Utopie und die Utopie vorne. Und Utopie war ja ein Begriff von das Land nirgendwo. Und Heiner Geißler hat ein Buch darüber geschrieben und das finde ich ganz interessant, dass man an die Stelle der Utopie des Nirgendwo den Topos, die Orte, also der kleinste denkbare Ort ist mein holländischer Polder, aber man kann sich auch noch mehr vorstellen. Also, dass wir sozusagen heute Orte schaffen, die nicht ganz weit weg und möglicherweise nirgendwo sind, sondern die sich darin zu bewähren haben, das zu überzeugen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal zu unserem Bildungsthema kommt. Wenn man sagt, alles Mögliche sollte so eine Schule und so. Eine Sache in jedem Falle, und damit fangen wir morgen an. Sie soll ein wirklich schöner Ort sein. Selbst Annette Schavan, die inzwischen ja an einem schönen Ort in Rom ist, hat, als sie noch Bildungsministerin war, in einem Gespräch gesagt, ja genau, in Stuttgart sollte jede Schule schöner und besser ausgestattet sein als die schönste Sparkasse der Stadt. Gut, das hat man auch nicht sofort, aber sozusagen, dass man wirklich wertvolle, gute Orte macht. Und was heißt das? Das heißt ja nicht nur, dass man die Wände schön anstreicht, sondern dass man da vielleicht auch Werkstätten hat. Naja, das heißt, dass nicht man die Wände anstreicht, sondern dass die Schüler die Wände selber anstreichen. Ist ja klar. Ja. Also die Selbstwirksamkeitserfahrung muss bei der Schulverschönerung passieren. Sonst kriegen wir schlimmstenfalls, nachdem wir die wunderbare technische Ausrüstung haben, werden nach dem Muster von Google aus unseren Schulen Psychotope gemacht. Das Wort Psychotope ist ein Wort, das gibt es eigentlich nur in der Zoodirektorensprache. So nennt man die sogenannte Immersionsgehege. Ja, dass der sibirische Tiger so aussieht, als würde er sich in der Taiga befinden und so fühlt.
So, und das kann man natürlich aus dem Lernort oder sowas auch machen, ne? Indem man also artgerechte Haltung macht, indem man wahnsinnig schöne Begrünungsoasen und hier kleine Meditationsecken und Flecken und hier kleine Team-Dings und so weiter. Nur wenn das ein Architekt macht. Das heißt Psychotope. Psychotope heißt das bei Zoodirektoren. Sehr interessant. Ja, ja, also ausreichend Versteckplätze und ein bisschen Kunstfelsen und so weiter, ja. Also das sind so Regenwaldhäuser, die Amazonas spielen. Ne? Und dass man sowas quasi auf die Schulen überträgt, dass sowas könnte man machen. Ja. Aber es wäre natürlich was ganz anderes, wenn man in so eine langweilige Schule geht wie ich, die aussah wie eine Kaserne, und wenn man über Jahre hinweg die Schüler an dieser Schule gestalten und an dieser Gestaltung auch noch Unterricht gemacht würde. Das wäre natürlich deutlich besser, als jetzt was vorzusetzen, was innerhalb kürzester Zeit mit Graffitis verschmiert ist.